Qt XL wird nicht selten als Ladungssicherungselement überschätzt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass in vielen Köpfen mit Qt XL 27 Tonnen Ladung assoziiert werden. Und die Seitenwand soll selbst dieses hohe Ladungsgewicht in schnell gefahrenen Kurven beherrschen. Okay, die 27 Tonnen sind korrekt, aber selbstverständlich nur 40% davon, also 10.800 Kilogramm. Und man muss wissen, dass die fahrdynamischen Tests von allen Herstellern mit 27 Tonnen Getränkekisten gefahren werden. Und Getränkekisten haben bekanntlich Stapelkanten und sie bilden also so einen recht stabilen Limoturm bzw. Wasserturm, erfüllen aber noch nicht in Gänze das Kriterium der Formstabilität. Die Definition dafür findet man in DIN 55415 beziehungsweise sie beschreibt noch genauer die Transportstabilität von Ladeeinheiten im intermodalen, somit kombinierten Verkehr und das gilt bekanntermaßen auch auf der Straße. Wenn die Kistenstapel dann in der Kurve in die Wand kippen, hält diese das locker aus und kann die Stapel auch wieder zurückkippen. Und da rauschen ja auch nicht die vollen 10,8 Tonnen in die Wand, da sich die Kisten über die besagten Stapelkanten gegenseitig stützen. Die Qt XL-Wand kann also nur wirkungsvoll unterstützen bei formstabilen Ladeeinheiten. Das gilt natürlich nicht für einzelne verrutschte Säcke, die sich selbstständig gemacht haben, weil sie nicht sorgfältig umschrumpft waren. Diese verrutschte Ladung kann die Plane nicht zurückdrücken und die dabei erzeugte Beule bleibt von außen sichtbar. Qt XL hin oder her. Für die korrekte formstabile Umwicklung muss allerdings der Verlader sorgen. Das kannst du als Fahrer nicht evaluieren, darauf musst du dich verlassen können. Wenn du allerdings einen Minibagger transportierst, 5 Tonnen schwer, und der ist vielleicht nicht hundertprozentig gezurrt und gegurtet, und der kippt dann in der Kurve in die Wand, dann wird garantiert keine Qt XL-Wand der Welt dieses Geschoss halten können.